Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Sim World 4 hier auf meinem Kanal, auf dem ihr meine Zuschauer seid, hoffentlich. Im Idealfall auch ganz viele davon. Ich bin jung, ich brauche das die Kohlen. Nee, wir gehen auf den Peninsula-Korridor. Dort will ich ein bisschen rangieren, weil ich auch schon wieder heute durch andere Belanglosigkeiten ein bisschen dazu gezwungen bin, jetzt nicht heute Morgen, direkt aufnehmen zu können. Ich bin von der Arbeit gekommen, musste dann warten, bis ich einen gewissen Anruf bekomme. Musste dann kurz weg und jetzt bin ich wieder da und jetzt ist wieder so spät, dass ich leider wieder nur kurze Sachen machen kann. Aber dafür sehen wir wieder eine alte Strecke, diesmal in den USA, den Peninsula-Korridor. Den habe ich mir ausgesucht, den wollen wir heute fahren und da habe ich mir die MP15DC rausgesucht, weil dort gibt es eine Rangieraufgabe. Extra 01 heißt das Ganze. Ich gehe mal davon aus, dass wir das auch nach und nach mal so durchspielen, wie das hier drin steht. Ich würde sagen, wir beginnen mit Extra 01. Und dann rangieren wir da mal ein bisschen mit der MP15. Eigentlich wäre das so der ideale Fall, um da jetzt eine ganz lange Folge draus zu machen. Aber das kann man ja später immer noch machen. Und dann gucke ich mal, ob ich es heute noch schaffe, eine zweite Folge aufzunehmen. Sieht aber eher schlecht aus, weil heute auch ein anderes Spiel den Weg auf meinen Rechner gefunden hat. Und das muss ich auf jeden Fall auch soweit vorbereiten, dass ich euch das am 19. ab 13 Uhr dann auch präsentieren kann. Ihr habt übrigens noch die Möglichkeit, an unserem Tippspiel auf dem Discord teilzunehmen. Also nicht auf dem Discord, sondern wir haben ein Tippspiel organisiert, welches über den Discord veröffentlicht worden ist. Das werde ich gleich nach diesem Video auch nochmal ins Community-Tab reinkloppen. Da könnt ihr natürlich auch noch teilnehmen. Und zwar geht es darum, die Ergebnisse aller Europameisterschaftsspiele zu tippen. Und der Gewinner am Ende der Europameisterschaft, der die meisten Punkte gesammelt hat, weil er die richtige Differenz, richtige Gegner und so, blablabla, brauche ich ja nicht erklären, der bekommt dann einen Gutschein im Wert von 20 Euro und der Zweitplatzierte einen Gutschein im Wert von 10 Euro für PlayStation, Xbox oder Steam. Also, so, wir gucken erstmal, da hinten sollen wir hin. Jetzt hoffe ich, dass ich die Kiste auf Anhieb aufgerüstet bekomme, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Bremsschlüssel umlegen brauchen wir eigentlich nicht. Nummernschildbeleuchtung brauchen wir auch nicht anmachen, aber das Generatorfeld, das müssen wir anmachen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los, ne? So, wir haben hier Handweichen im Betriebswerk, das heißt, wir müssen hier hin und wieder mal ein bisschen rausgehen. Warum fährst du nicht, Kollege? Keine Traktion, warum nicht? War alles an. Richtungswende haben wir auch drinne. Habe ich Fahrtmodus Last reguliert. Beweg, Rangierfahrt. Nehmen wir nochmal die Rangierfahrt 1. Vielleicht geht's dann. Das Ding ewig nicht mehr gefahren, Leute. Okay, das hilft auch nicht. Okay. Nimmt er hier Ausmaße an wie gestern? Mitlaufen 24, vielleicht geht's dann. Bremsen sind auf jeden Fall mal gelöst. Ha, geht doch. Also daran wird es gelegen haben. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer, woran hat es gelegen, ne? Aber irgendwas bremst da noch. Ja. Was bremst denn noch? Das ist gelöst, das ist gelöst. Irgendwas bremst. Aber was? Haben wir hier eine Handbremse oder sowas noch? Nee, eigentlich nicht. Was bremsen? Aber. Hat er irgendwas gelöst? Oder wieder angelegt? Bremst aber immer noch. Was hast du denn für ein Problem? So, 90 PSI. Hält doch schon wieder den ganzen Verkehr auf, der Kollege hier.
bremst immer noch irgendwas. Aber was? Mit laufend ja schon mal gar nicht. Theoretisch sind wir nicht mitlaufend. Da bremst immer noch was. Oje, oje. Normalerweise sind die doch immer ähnlich zu bedienen. Warum funktioniert das jetzt hier nicht? Achtung. Alarm haben wir hier nicht auf dem Ding. Aber was ist das jetzt? Warum löst er nicht? Bremsen sind auf jeden Fall gelöst. Dann bin ich doof? Hier vielleicht irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Spannung ist auch an. Eine Handbremse haben wir nicht. Was willst du jetzt von mir? Was du wolle? Heizung? Jetzt sieht es so aus, als hätte sich irgendwas gelöst. Dann passiert aber nichts. Bremsen ändern sich auch nicht. Weil ich den anlege, geht er auch runter. Aber er löst nicht. Warum löst er nicht? Versuchen wir mal mit entlüften. Das verstehe ich jetzt nicht, um Himmels Willen. Oh ja, okay. Wir haben den Fehler gefunden. Man muss auch das Absperrventil aufmachen, dann geht das auch. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. So, jetzt. Jetzt haben wir es. So, Leute, hat auch lange genug gedauert. Ich drehe hier noch durch, ne? Ah, das ist, wenn man so eine Lok lang nicht mehr gefahren hat, Leute. Aber jetzt wissen wir es wieder. 10 Minuten vorbei und ich habe noch nichts geschafft hier. Das ist ja wie bei der echten Eisenbahn. Nichts funktioniert. Wenn der Lokführer von nichts eine Ahnung hat. Das ist ja heute auch gang und gäbe. Ich habe heute schon wieder Stories von dem Lokführer gehört, wo ich auch nur den Kopf schütteln kann. Heute. Wird immer besser. Die Nummer mit der Qualität. So, wer bist du denn? Dein Model. Magst mich? Glaube nicht. Wenn man Fotos von anderen Leuten klaut, dann soll man wenigstens von derselben Person klauen und nicht von 3 verschiedenen. Oje, oje. Check out my story. www.porn.de. Oje. Die Kreativität von diesen Bescheißern da bei Instagram, Facebook und Co. lässt auch immer weiter zu wünschen übrig. Das ist alles nicht mehr schön. So, jetzt machen wir kurz ein Bild hier. Langsam kommen wir in den Zeitbereich, dass hier DLCs oder Züge gezeigt werden, die manche Leute gar nicht kennen, weil die zu jung dafür sind.
DLC hier ist auch von 2018, glaube ich. Na, noch ein paar Fuß brauchen wir. So. Und dann geht es darüber. Dann holen wir erstmal diesen Zugteil da raus. Oben die Bremse, die löst schon wieder nicht richtig. Ist hier oben das Verkackte manchmal. Gerade bei den älteren DLCs kommt das öfter mal vor, dass er nicht erkennt, ob die Bremsen gelöst sind. Weil das auch eine Funktion ist, die ja für die DLCs eigentlich nie vorgesehen war. Müsst ihr mal dran denken, dass die Bugs bei den älteren DLCs natürlich immer zunehmen. Weil, wie gesagt, es nie angedacht war, dass diese DLCs überhaupt für die neuen Trains in World Generationen funktionieren. Gerade die Trains in World 1 DLCs, die leiden da besonders drunter. Rapid Transit ist wirklich so das schlimmste Beispiel. Wer mein Video gestern gesehen hat, der hat ja gesehen, dass mein Spessartbahn zum Beispiel eigentlich ganz gut funktioniert hat. Bis auf das Einfahrsignal mit den 30. Aber das ist ja eher ein Bedienfehler. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen sollten wir eigentlich keine mehr haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Lok nachher nochmal wieder zurückstellen sollen. Jetzt kuppeln wir erstmal an. Hat auch 500 Folgen gedauert, bis ich den Knopf gefunden habe, wo man die Bimmel ausmachen kann. Wir sollen ein Fahrzeug abkuppeln. Okay. Aber ganz hinten. Mal hier die Bremse mal anlegen. Ja. Ah, nee. Nee. Das ist nicht der erste Wagen. Das ist bestimmt der Steuerwagen, den wir abkuppeln sollen. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, eine Lok ist da sogar noch davor. Das gibt's ja gar nicht. Was haben wir denn da für eine Lok? Ja, kein Baby-Bullet. So, dann ziehen wir hier ab das Ganze. Dann geht es für uns rückwärts. Was machst du denn jetzt? Kommt da einfach ein anderer Zug rein, während wir hier am Arbeiten sind? Aber das willst du nicht? Da müssen sie gelöst. Was hast du jetzt für ein Problem? Fahrgastmodus, mal gucken, ob es geht. Ja, im Fahrgastmodus geht es dann auf einmal. Eigentlich ist es ja egal, weil Führerbremsventil ist offen. Aber nein, nur gut. Wenn er das so will, dann machen wir das so. Ja, ich sehe das. Also massivs Probleme hier, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich hier tue. Alles so lange her hier mit der Strecke. War ja auch schon lange, lange, lange nicht mehr unterwegs. Wieder alles spät heute hier. Ist auch geil, dass hier einfach Züge einfahren, während wir hier am Rangieren sind. Das hat ja ordentlich Bums gemacht, weil die Signale haben wir ja keine.
Irgendwie ist diese Rangier-Lokomotive schon cool. So, jetzt müssen wir unseren Rangierbegleiter mal wieder rausholen. Den hatten wir lange, lange, lange nicht mehr im Einsatz. Den müssen wir uns jetzt auf die Zugspitze draufsetzen. Aber erstmal kontrollieren wir mal unseren Fahrweg. Düpp. 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 Und dann holen wir da die nächsten Wagen raus. Oh, wir rollen. Ach, guck mal, wir haben sogar Fahrgäste. Die bitte gar nicht. Aber leider können wir uns da nicht reinsetzen. So, dann machen wir mal. Sehr leise jetzt. Auch relativ lange Aufgabenliste hier noch. Der andere Zug ist schon wieder weg, der vorhin da reingefahren ist, als wir rein sind. Einfach mal hupen. So ein bisschen wie der Hund, der sich in den Schwanz beißt, weil das kann, ne? Ja, ist immer ein bisschen schade, dass man hier nicht so halb reingehen kann, ne? Dass man wirklich so einen Rangierbegleiter dabei hätte. Einer kann sich auch hier festhalten. So ist es nicht. Und einmal mit Schwung. So, warten Sie einen Moment und dann gehen wir hier ab. Alle 11 sollen wir abkuppeln? Okay. Dann fahren wir wieder raus. Wird ja interessant hier langsam. Lustig, dass wir jetzt oben angezeigt bekommen, dass wir langsamer werden. Also, dass wir am Bremsen sind. Auch nicht schlecht. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Soll das so? Nicht. Doch, da ist Licht an. Ist eine Lok hinten drauf gefahren? Ah, da ist schon eine Lok dran. Deswegen leuchtet der hinten. Ach so. Sag das doch. Und gleich rummotzen hier. Gerade, wo kommt da Licht her? Bin ich doof? Nee, das gehört so.
So, dann fahren wir mal drumherum. Wenn ich das richtig sehe. Vorwärtsgang. Also einmal drumherum und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wieder rangiergeschwindigkeitstechnisch natürlich wieder ultra langsam hier. Aber wir reden ja immer noch von 16 km/h. Tolles Spiel vorgeschlagen bekommen. Muss ich mir mal angucken. Ich bin den ganzen Tag so hier. Ich werde mit E-Mails zugebombt. Wieder 134 E-Mails heute bekommen. Die Hälfte davon ist irgendwelches Zeug, was mich eigentlich nicht interessiert, aber mich eigentlich interessieren müsste. Wo es irgendwie nicht tut. Weil ich mich mal wegen irgendeinem Spiel irgendwo bei irgendwas gemeldet habe. Und dann schreibt mir der Entwickler dann kontinuierlich irgendwelche Pressemitteilungen. Das ist schon hardcore. Erstmal gemütlich raus hier. Dann machen wir uns mal langsam bremsbereit. Was machen wir mit dem Zug jetzt noch? Informationen ankuppeln, einwagen. Ah, wir holen irgendwo noch einen Wagen oder? Ich weiß es nicht. Wir fahren erstmal raus hier. So, wo sollen wir hin? Lok da rausholen. Okay, interessant. Dann holen wir die Lok da mal raus. Wenn der das sagt, machen wir das. Wir sind noch flexibel mit unserer Arbeit. Auf jeden Fall. Füße knacken wieder. Ich werde langsam echt alt. Ne? Ich habe im Rücken die ganze Woche schon zu kämpfen, wobei das heute schon besser war als gestern. Gestern war die Bewegung echt hart eingeschränkt. Man mag einfach mal feststellen, der Rama wird auch nicht jünger. Wenn er sich's wünscht. Ich bin mal gespannt, wo wir die Lok hinziehen. Bestimmt vor die Werkstatt.
Coltrane Betriebswerk. Nördliches Abstellgleis ist die richtige Richtung zu. Jawohl. Machen wir das. Oh, ich bin auch auf neutral. Muss man immer zweimal drücken, kann man ja nicht gedrückt halten. Ganz vergessen. Das sieht aber nicht sehr gesund an. Was bremst doch da wieder? Bergauf geht's auch nicht, aber guck mal, wie er langsamer wird. Seht ihr das oben? Irgendwas bremst da. Man hört es ja auch quietschen, ne? Was soll denn das? Was bremst denn da jetzt? Dürfte gar nichts bremsen. Interessant. Wo wir wieder bei alten DLCs sind. Gibt es Sachen, die gibt es gar nicht. Dann schauen wir mal, wohin mit dem Hobel. Auf den Zug drauf, Doppeltraktion bauen, auch nicht schlecht. Nehmen wir unseren Rangierbegleiter mal wieder raus. Machen den Rückwärtsgang rein. Und auch da bremst wieder irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, was da jetzt bremst. Dürfte eigentlich nicht sein. Weiche haben wir gestellt, ne? Jawohl. Eigentlich dürfte das nicht sein, dass hier irgendwas bremst. Aber egal. Ging das da trotzdem im Griff. Auch wenn danach die Bremsen von der Lok wahrscheinlich kaputt sind, aber... So, warten Sie einen Moment. Die 12 Fahrzeuge abkuppeln. Also einmal alles ab. So, und dann fahren wir zum nördlichen Abstellgleis. Machen wir die Tür wieder zu, damit das hier ein bisschen ruhiger drin wird. Aber was sollen wir denn jetzt noch machen? Schon ein bisschen länger unterwegs. Aber kein Problem. Machen wir. Ist das die Lok, die bremst, oder? Ne, die Lok bremst. Das war die Lok, die wir gerade draufgefahren haben. Die hat gebremst. Wo sollen wir dann hinfahren? Gleisführungskasten.
Gleisführungskasten ist. Hab ich noch nicht gehört, den Ausdruck. So, also einmal da, einmal daraus. Und die dann noch umstellen. So, und dann fahren wir da raus. Rückwärtsgang rein. Und dann würde ich sagen, auf geht's. War ihr mit Marzipan? Ist das richtig, was wir jetzt hier machen? Ah, das ist falsch. Hat's noch gereicht? Jawohl. Hat so ohne zu entgleisen noch die Weiche unterm Arsch weggedreht. Jetzt habe ich mal wieder gezeigt, wie man es nicht macht, Leute. Ups, hier ist auch nur 5 mph. Gut zu wissen. So, jetzt könnte es sein, dass der Zug dann nebenan schon wieder losfährt. Das geht nämlich hier immer relativ fix im DLC. Dass Züge, die man gerade noch zusammengebaut hat, dann relativ schnell auch schon wieder weg sind. Haben wir jetzt auch einen relativ langen Zug zusammengebaut. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen bremsen. Rein. So. Das war's. Hübsche kleine Fahrt. Goldmedaille auch geholt, obwohl am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Aufrüsten von der Lok. Aber wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Oder ihr hört mich in der nächsten Folge wieder. So kann man es auch sagen. Dazu einfach den Kanal abonnieren. Da freue ich mich, wenn es da weiter nach vorne geht. Ab 5000 Abos, wie gesagt, haue ich auch die Facecam hier rein. Dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Däumchen nicht vergessen, Kommentare und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen möchten, werden Mitglied, dort alle Let's Plays vorab schauen, ab dem Moment, in dem ich sie hochgeladen habe. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!